Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Irgendwo Ankommen von Vincent Weiss in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Irgendwo Ankommen von Vincent Weiss, das Ganze im April 2023 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das vierte Album von Vincent Weiss, Irgendwo Ankommen. Die Box zu diesem Album habe ich euch ja bereits vorgestellt und heute schauen wir uns mal die Vinyl Edition an, die auf jeden Fall mal direkt am Cover eine Besonderheit hier aufweist, denn das Ganze wurde hier original unterschrieben vom Künstler. Ich glaube, die gab es damals auch nur exklusiv über seinen Shop zu kaufen. Auf dem Cover haben wir den Künstler hier im Wald stehen. Dann lesen wir hier noch den Albumtitel und darunter seinen Schriftzug und das Logo. Gatefold, seitlich nicht beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also, wir haben hier 12 Songs an der Zahl. Dann gibt es hier noch Logos, Infos, wenn auch schwer leserlich, und Barcode. Und dann schauen wir mal rein. Sie ist sehr leicht. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir hier nur eine Vinyl tatsächlich drin haben, obwohl es ein Gatefold ist. Links nochmal der Künstler, dann rechts die Info. Genau, hier lesen wir es. Wir haben hier eine Vinyl, bedeutet A- und B-Seite mit jeweils 6 Tracks. Und obwohl wir hier ein Gatefold haben, hat man dann hier eben die linke Seite nicht gefüllt mit einer Vinyl, sondern mit, na, will nicht so raus, mit einem Poster. So, rechts dann in der Stecktasche die Vinyl. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts drin, nein. Und dann schauen wir uns zuerst mal die Vinyl an. Dann kommen wir danach noch zum Poster. Weiße Papierhülle. Und die Vinyl hat eine sehr spezielle Optik, denn, jawohl, sie ist so eine Recycled-Vinyl. Also bedeutet, man hat hier jede Menge alte Vinyls hier so zusammengeschreddert und aus dieser Gesamtmasse wurden dann hier diese Vinyls für Vincent Weiss gepresst. Also dementsprechend ist das hier eine, ja, ein Unikat. Jede Vinyl hier hat so eine ganz eigene Maserung und Optik. Das ist die A-Seite mit 6 Tracks und dann die B-Seite mit 6 Tracks. Wie gesagt, 12 Stück gesamt. Beide Seiten hier natürlich in dieser Vinyl-Optik, in dieser Recycled-Vinyl-Optik. Packen wir wieder zurück in die Papierhülle und kommen zum Poster. So, und das ist hier so zum Aufklappen. Also, so sieht es dann aus. Einseitig bedruckt im Querformat. Und wir sehen hier so eine Schwarz-Weiß-Abbildung vom Künstler. Dürfte kalt sein, er hat ziemliche Gänsehaut. Trotzdem Mütze auf und dann unten rechts hier der Schriftzug Vincent Weiss. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Und natürlich diese Recycled Vinyl mit den 12 Songs. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Irgendwo Ankommen von Vincent Weiss. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Vincent Weiss und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.